Hallo und willkommen zurück in Guild Wars 2. Ja, wir sind immer noch hier in der persönlichen Quest und müssen die Kryte-Kugelträgerin, die wir ja eigentlich schon fast tot hatten, aber die dann plötzlich gedacht, ja, nee, ich mache jetzt hier einen auf unverwundbar und latsch hier zu meinen Kollegen runter. Ja, Logik und Computerspiele. So, ja, wir stehen jetzt kurz davor und wir müssen hier noch ein bisschen was mit denen machen. Kann man die hier einzeln pullen? Sieht ganz gut aus. Ey. Was soll das denn? Ach, und die Fähigkeit habe ich immer noch nicht irgendwo anders hingelegt. So, okay. Dann raus mit dir, du Elementar. Und gib alles. Ja. Der wird's ganz gut gehen. Nein, stirb, du Mistvieh! Finde ich wieder frech. Wieso verschwindet die einfach? Kommt doch jetzt bestimmt gleich wieder. Gott. Aber auch immer sehr dramatisch, wenn der Elementar da umfällt. Aber ich bin mir nie so ganz sicher, ob die tatsächlich hier irgendwie hier 60 Sekunden hält. Ich glaube, das kommt mir immer kürzer vor. So, wir schleppen hier die Kugel mit uns rum. Ich hoffe, wir kommen hier nicht in den Hinterhalt oder sonst irgendwie was. Wäre bitter. Sonst müssen wir die Kugel hier wegschmeißen. So, wir sind da. Apatia, wo seid ihr? Kommt ihr heute noch? Hallo? Wo ist die denn? Sucht den Fluss nach Apatia ab. Ja, super. Hat es sie zerrissen? Dabei musste ich doch hier mit irgendwelchen fiesen Port- und Unverwundbar-Krites hier fertig werden. Wo liegt sie denn? Sehen wir sie hier irgendwo? Also hier sind auf jeden Fall einige Krites. Das Spiel sagt mir zwar, ich soll den Fluss absuchen, aber ich traue dem Spiel nicht. Folgen wir doch mal den. Ah, Apatia's Axt. Apatia's Axt ist hier. Die Klinge ist mit Blut und Schuppen verschmiert. In der Nähe finden sich Anzeichen eines Kampfes. Ja, untersucht die Anzeichen. Blutspritzer und Spuren ziehen sich zur Wasserkante hin. Dahinter erstreckt sich nur das Wasser. Okay. Oh nu. Ah! Komm zu mir, wir müssen reden. Ja, okay. Tach.
Habt keine Angst, ich will euch nichts tun. Ich wollte nur wissen, warum euch die Kugel so interessiert. Also folgte ich euch. Ihr habt euch gut geschlagen, aber eure Partnerin verrechnete sich. Die Explosionen haben ihre Beute nicht genug geschwächt. Lebt sie noch? Ich muss die Kugel sofort zum Fort der Dreifaltigkeit bringen, aber ich kann Apatia nicht zurücklassen. Ihr habt keine Wahl. Die Kreid haben sie überwältigt und verschleppt. Sie ist nicht mehr hier. Mein Volk würde ihren Fehltritt hinnehmen und einfach weitergehen. Ich gebe die Kugel für euch ab. Ich würde Treherne gerne besuchen. Ich schulde ihm einen Gefallen. Und Lagos achten ihre Eide. Ihr solltet auch gehen. Die Kreid kommen bald wieder. Je länger ihr bleibt, desto eher sterbt ihr. Werdet versklavt oder gefoltert. Das ist eurer Freundin keine Hilfe. Ich gehe. Treherne braucht diese Kugel und ich muss zum Fort zurück. Aber ich komme Apatia holen. Ich schwöre es. Mhm. Okay. Also verpissen wir uns dann zuerst und dann gehen wir dahin. Aha. Jagddreizack. Gut, es ist natürlich schlechter als das, was wir haben, aber ich bin da auf dem Siegel. Blutung hinzu, fügt Blutung hinzu. Das ist dasselbe Siegel. Dreizack. Stärkter Dreizack. Wie sieht denn das Ding da aus? Ist doch kein Dreizack dort da. Das schon eher. Tja. Skin gesperrt? Skin gesperrt? Wieso ist der gesperrt? Okay, muss man nicht verstehen. Ach, die haben zwei Aufwertungsplätze. Da? Ja. Siegel der Erde. Das können wir doch rausnehmen. Wir nehmen das da mal und gucken. Doch, freigeschaltet. Was ist jetzt zu tun? Nix außer rausporten. So, wie sieht's da unten im Vulkan aus? Irk, immer noch. Immer noch schlecht bis ganz schlecht. Okay. Hat ja wohl keinen anderen Sinn. Dann müssen wir uns hier importen und dann da runter eiern. Will aber nicht. Müssen wir uns wieder so viel durchprügeln. Der Vulkan ist aktiv. Die Zerstörer greifen das Asura-Labor an. Ja, die sollen ruhig das Asura-Labor da angreifen. Sammelt Essenzen von den Prisenreitern. Okay, das können wir gerade noch so mitmachen, eventuell. Sofern die jetzt hier nicht alles abgeben. Dover Mob, steh mal auf. Oh, noch mehr Essenzen. Na gut, gibt keiner ab. Wäre ganz gut, wenn du mal Schaden anrichtest, denn
Die Jungs hier werden sonst übellaunig. Ja, ja, ich weiß. Okay. Na, da hinten scheint einer die Prisenreiter zu machen. Das ist ein Schurke. Hm? Wie interessant. Zumindest vom... Alles hat einen Platz in der Alchemie. Da können wir jetzt hier noch ein paar Mobs machen. Hier mit unseren 7 nur gerade mal so ein bisschen hier aufgefüllt haben. Hm. Ich könnte versuchen, es sonst zu erklären, aber das wäre. Bump. Ich glaube, den muss man hier tatsächlich hier den Magier fast als Nahkämpfer hier so ein bisschen mitspielen, damit er hier ein bisschen mehr Schaden halt macht. Gerade jetzt hier so in der Skillung. Was? Ja. Da wollte ich doch gar nicht drauf. Next. Ja, dass das so wohl ewig braucht zum Kanalisieren, ist halt, naja. Macht aber halt auch jede Menge Wumms, ne? Ah, gehen wir mal hier sicherheitshalber ab. Schlichtheit siegt. Ah, fehlt noch ein bisschen. Ups. Riesenreiter, wo seid ihr? Da müssen sie schon härter zuschlagen. Führt Brands eisige Umarmung. Zeit, die Wahl abzuschlagen. Okay. Total daneben gecastet. Okay, dann geben wir unsere zwei Dinger hier noch ab, wenn wir ihn dann finden. Wo ist er denn? Da. Blip. So, schön, dass ich helfen konnte. Ja, und dann müssen wir da runter und dann da durch. Ja, wieso? Ja. Respawn. Der mistige Respawn. Ja. Ich will ja nur den Elementar da nicht pullen. Oh, auf und runter. Squeak! Und weg ist die Fledermaus. Und da ist noch ein Kollege. Ja, shit. Da werden wir doch direkt wieder zwei am Backen haben. So, komme ich von hier aus in den Vulkan rein.
mir klar, dass du immun gegen Feuer bist. Au. Ich stand aber nicht mehr drin. Ich stand hinter der Kante. Ja, aber ich bin hier nicht richtig. Shit. Wie komme ich da hin? Boah. Okay, das wird spaßig. Und... Bumm! Oh, oh. Shit. Shit. Au. Drecksmob. Da habe ich nicht aufgepasst. Ah. Machen aber auch einen Schaden. Wir sind hier nicht richtig. Wir müssen irgendwie anders dahin. Deswegen, weil jetzt sind wir hier im Vulkan. Das ist außerhalb. Scheiße. Das ist nicht richtig. Das kann nicht richtig sein. Ja, vielen Dank für den Respawn. Scheuertes Spiel. Bei hier hin. Ne, hier oben rüber. Da kommt man doch auch noch irgendwo hin, oder? Mal schauen. Auf jeden Fall kommt man hier irgendwo hin, wo es extrem heiß ist. Man hier irgendwo anders hin? Nö. Ja. Okay, okay, okay. Oh, hier hoch. Okay. Hops, hops, hops. Und nochmal hops. Und jetzt hier. Dich, euren Elementar. Ah, nee, das muss nicht sein. Die hauen hart genug zu. Das sieht doch schon ganz gut aus, wenn man hier hochkommt. Ja. Und dann nur noch da irgendwie hoch, vielleicht. Okay, da nicht, da werde ich auch nicht hochkommen. Ah, muss ich mich jetzt hier durch die Kobolde schlagen? Ja, da sucht auch einer den Weg. Da
da muss ich hin. Ach ja, danke. Deswegen, also Schaden ist teilweise hier echt ein bisschen übertrieben, was hier einige Mobs machen. Ich fühle mich gut. Wo ist denn jetzt der Knülsch dahin? Der hat es jetzt auch gemerkt, wie viel Schaden so ein blöder Kobold macht. Fuck, wie kommt man da hoch? Ja, das sieht gut aus. Das sieht halbwegs gut aus. Oder auch nicht. Wo ist dieser bescheuerte Punkt? Etwas weiter unten. Okay, Gott sei Dank. Wir haben es hinter uns. So, was kriegen wir? Leicht. Nehmen wir alles mit. Ja! Also das hat sich halbwegs gelohnt. Kraftpräzision. Besser als das, was wir anhaben. Und das hier auch. Gut, wär halt ganz nett, wenn wir da Verteidigung drauf hätten. Aber egal. Beziehungsweise Zähigkeit. Okay, und jetzt müssen wir hier weg. Und tschüss. Okay, und ich würde dann auch sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Also bis dann.